Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf Break Bros Gaming. Ich lag heute im Bett, ganz gechillt wie immer, hab auf meinem Handy geguckt und ich bekomme einfach eine Nachricht von Epic Games, dass man jetzt Fortnite auf Handy spielen kann. Und ich dachte mir direkt, ich muss ein Video für euch machen, wo ich das erste Mal Fortnite auf Handy spiele. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich will gucken, wie die Grafik ist, wie das Gameplay ist, ob man das wirklich so gut spielen kann. Weil die meinten auf jeden Fall, dass alles so bleibt wie auf Konsole und PC und so, bla bla bla. Und ich bin gespannt, ich habe mir das direkt runtergeladen, ich habe das wirklich noch nicht angespielt. Ich bereite das vor und ich würde sagen, wir legen los in mein erstes Fortnite-Game auf dem Handy. Ich bin so gespannt, Digga. Mal gucken, wie es wird. So, wo guckt man auf die Karte? Ah, da oben, okay, wir gucken auf die Karte, wo springen wir? Wir springen mal das erste Mal bei, komm, Retailer. Retailer, kann man das markieren? Ja. Retailer, so. Komm, wir springen jetzt! Jump! Boah, krass, Digga. Fortnite einfach auf dem Handy spielen. Wer hätte das gedacht? Seid mal ehrlich, Leute. So, ich springe jetzt bei Retailer raus. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Ih, warum sieht die... Jetzt sieht das kacke... Okay, jetzt wieder gut. So, ich bin gelandet. Ich brauche unbedingt eine Waffe. Wie schlägt man hier? Ah, okay, auf dem Display drücken, dann schlägt man. Ich brauche eine Waffe. Wo ist eine Waffe? Ich habe doch gerade eine gesehen. So, hier taktische Schrotflinte. Die heben wir direkt auf. Okay, so schießt man auf jeden Fall. Ah, und so schießt man. Wo ist einer? Okay, hier ist Nachladen. Das ist Ducken. Das ist Springen. Okay, super. Warte. Was ist das? Ah, das ist Zielen. Und das ist Schießen. Ah, okay. Alles klar. Okay. Ist auf jeden Fall eine andere Umstellung. Hä, warum schieße ich das kaputt, Digga? Hallo? Ich will springen. Hä? Hä? Ey, ich mach... Nein, ich mach's kaputt. So, okay. Die erste Schatzkiste öffnen. Oh, ein 200er Schildgetränk. Ein 200er Getränk, was für Schildgetränk? So, das benutzen wir auch direkt. Wie benutzt man das? Ah, okay. Boah, Fortnite auf Handy, Digga. Wer hätte das gedacht, Mann? Die Grafik ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ist okay. Ist okay. Für ein Handyspiel ist es auf jeden Fall okay. Sieht aus wie PlayStation 3, aber ist ganz gut. Wie wechselt man die Waffe? Ah, hier. Inventar. Zack. Okay, alles klar. So, dann haben wir jetzt schon mal zwei Waffen. Taktische Schrotflinte und einmal... What the fuck? Warum schießt du? Ja, mein erster Gegner! Mein erster Kill! Mein erster Kill! Oh mein Gott! Mein erster Fortnite-Kill auf Handy, Digga! Krass! Komm, wo sind die anderen Gegner? Ich bringe jetzt alle um. Ist mir egal. Oh, die Grafik ist echt... Ich weiß nicht, ja? Auf Dauer fuckt die mich aber richtig ab. Ey, Mann, ich will doch gar nicht schießen. So, Waffe aufgehoben. So... Die werfen wir weg. Ey, ich höre Gegner schießen. Ich gehe da direkt hin. Ab zum Fight, Digga. Komm, wo seid ihr? Ach, hier ist einer. Oh mein Gott, ich wechsle die Waffe. Ich wechsle Waffe. Oh mein Gott, das ist voll schwer. Ey, der springt die ganze Zeit rum wie so ein Affe. Wie soll ich ihn kriegen? Ja, noch ein Schuss. Ja! Zweiter Kill. Geil, Mann. Boah, gut. So, oh, wir haben auf jeden Fall Damage bekommen. Ich nehme das Medikit einmal mit. Boah, gut, Alter, schon zwei Kills. Mann, bin ich ein Pro-Gamer. So, springen. So, wir benutzen auch erstmal direkt das Medikit. Medikit benutzen. Huch! Fortnite auf Handy, Digga. Das ist andere Galaxie, ehrlich. Wir werfen die Waffe raus. Absetzen. Okay, weiter geht's. Alle Waffen nachladen. Oh nein, nachladen. So. Oh fuck, ich bekomme Schüsse. Fuck. Oh nein, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Fuck, Alter. Fuck. Egal, ich muss sagen,
Fortnite auf Handy ist gar nicht mal so schlecht, wie man es erwartet hat. Also ich habe es auf jeden Fall schlechter erwartet. Sieht genauso gleich aus wie auf PlayStation und so, aber die Grafikqualität ist gar nicht mal so schlecht. Ist okay für ein Handyspiel. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich zocke noch ein paar mehr Runden Fortnite auf dem Handy. Ich muss ein Pro-Gamer in dem Game werden. Auf Handy natürlich. Und danach mache ich vielleicht mal ein Video, wo ich einen Sieg hole in dem Spiel. Und ich werde es auch direkt auf YouTube hochladen. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!